Meine Damen und Herren, einen kurzen Sachstand in der Region Hannover zum Thema Corona. Wir haben nach wie vor sehr hohe Inzidenzwerte, die um 140 bis 150 aktuell liegen. Und wir stellen fest, dass einer der wichtigen Infektionsherde die eigene Familie ist. Gepaart damit, dass es verstärkt auch in den Bereichen, wo auch Einfamilienhaussiedlungen und eher ländliche Strukturen, kleinere dörfliche Bereiche sind, deutlich stärkere Infektionen gibt. Deshalb den dringenden Hinweis, nehmen Sie die Hygienevorschriften ernst und auch wenn Sie bisher den Eindruck hatten, dass bei Ihnen nicht so viel passiert, insbesondere im ländlicheren Bereich, dann ist das Lockern, sagen, komm, wir machen mal die Zusammenkunft am Wochenende, wirklich ein Riesenproblem. Also bleiben Sie bitte weiter sorgfältig, auch wenn niemand mehr Lust zu dem Thema hat. Der nächste Teil, der uns genauso Sorgen macht, die Bereitschaft der Menschen, uns Kontakte zu nennen, ist nicht gestiegen in letzter Zeit, sondern wird deutlich weniger. Das mag auch damit zusammenhängen, dass einige sagen, wenn ich jetzt sage, mit wem ich mich getroffen habe, wird deutlich, dass ich gegen die Corona-Vorschriften verstoßen habe. Hier nochmal der Hinweis fürs Gesundheitsamt. Wenn die Nachverfolger Sie fragen, passiert Ihnen nichts. Da gilt das Prinzip der ärztlichen Schweigepflicht. Uns geht es darum, im Gesundheitsamt die Kontaktketten zu unterbrechen. Und deshalb bitten wir wirklich jeden, der Kontakte hatte, sie auch zu nennen, denn die klammheimliche Infektion, also der deshalb nicht in Quarantäne kommt und andere ansteckt, die führt im Schneeballsystem zu den deutlich höheren Zahlen. Also auch da bitte seien Sie so ehrlich und sagen uns, mit wem Sie Kontakt hatten, damit wir die Infektionsketten unterbrechen können. Sonst wird die Woche natürlich so sein, dass wir gespannt warten, was in Berlin passiert. Und alle hoffen darauf, dass wie im letzten Jahr mit dem einsetzenden Frühling es dann insgesamt auch besser wird. Daneben ist der Hoffnungsschimmer tatsächlich das Impfen, das mit einer relativ hohen Tempozahl jetzt vorhanden ist. Und wenn die Impfstoffe so wie angekündigt kommen, bin ich sehr sicher, dass wir innerhalb dieses Quartals auch noch eine deutliche Entlastung erleben werden.